Hallo YouTube. Diese Begrüßung wurde offensichtlich vermisst. Habe ich in den Kommentaren gelesen. Ich bin dabei, den Motor zu reinigen. Ein paar Dinge sind mir dann noch aufgefallen. Wie praktisch, dass ich das gemacht habe. Der Turbolader scheint in den letzten Zügen zu liegen. Und zwar kann ich aufgrund des Lagerspiels hier drin nicht ausschließen, dass der demnächst mal anschlägt am Gehäuse. Ich habe noch welche, also nicht das große Problem. Der Turbolader, den tausche ich noch aus, definitiv. Sonst macht das alles keinen Spaß, alles hinterher nochmal auseinanderzunehmen. Ja. Ich versuche gerade so eigenermaßen nur ein bisschen den ganzen Schaden da ein bisschen wegzuwischen. Andere Seite ist auch schon dran. Deshalb hängt er jetzt auch wieder, damit ich überall dran komme. Vor allen Dingen hier hinten. Wird langsam. Ja, ich wollte eigentlich heute im Motorraum so ein paar Sachen vorbereiten, aber dagegen. Das Wetter ist dagegen. So. Ja. Ja, ich denke, das meiste habe ich jetzt runter. Ich muss nicht erzählen, dass mein Dach immer noch kaputt ist, ne? Ja. Gut. Oh. Ja, hier haben wir den Anlasser. Gruß an die Autodoktoren. Mir scheißegal. Für mich ist das ein Anlasser. Der lässt den Wagen an. Den Motor von mir aus auch. Ja, er startet den auch. Unter Anlasser kann man das Ding bestellen. Fertig. Also mein Teile-Zulieferer nennt so ein Ding hier Anlasser. Und ich habe keine Lust, das alle 5 Minuten zu übersetzen. Ja. Ja, deswegen werde ich den jetzt mal sauber machen. Auch der ist jetzt gerade draußen. Der hat nie Probleme gemacht oder so. Ich will den einfach nur sauber machen. Nicht, dass er irgendwie Öl in den Motor gelaufen ist. Alter Schwede, hier geht die Welt unter. Ja. Und das ist der 1. Mai. Danke. Ja. Okay. Ich mache mal eine Pause, bevor ich hier wegschwimme. Und melde mich gleich wieder. So, das soll mir erstmal persönlich reichen. Ging eigentlich nur darum, dass da in keinem mechanischen oder elektrischen Teil noch irgendwelches Motoröl drin hängt. Nö. Sieht gut aus. Wird so weggelegt. Beim Einbau geht erst, wenn der Motor drin ist. Dann wird er erst eingebaut, weil, ne, Verbindung zum Getriebe halt. Okay. Ja, moin zusammen. So, das war jetzt der Nachttest. Was der Hydraulikzylinder taugt. Gerade wieder reingekommen, wir haben jetzt 14 Uhr. Und der Motor hängt immer noch auf der gleichen Höhe. Schön. Ja, sauber gemacht habe ich ihn auch. So, fassen wir mal zusammen. Der Turbolader. Noch mit meiner Frau gesprochen, was sie für Eindrücke hat, beziehungsweise hatte beim Fahren. Ja. Man hört's, ne? Ja. Turbolader hat offensichtlich auch schon, Moment. Einen oder anderen Feindkontakt gehabt. Ne, der fliegt raus. Was haben wir noch? Wir fahren ja meistens ohne fossile Brennstoffe. Hier ist auch alles sauber. Wir fahren ohne fossile Brennstoffe. 60 Cent den Liter. Ja. Ist durchaus legal. Weil Abfallverwertung. Das ist Müll sozusagen. Und diese Einspritzpumpe hat wahnsinnig viel gelaufen. Das ist die aus unserem alten, aus dem auch die Ölwanne stammt, die ich jetzt hier eingebaut habe. Ja, wie soll ich sagen?
Ich habe so das Gefühl, dass demnächst da eine größere Reparatur anliegt. Bei dieser Gelegenheit, die wir jetzt gerade haben, werde ich Folgendes tun. Die Einspritzpumpe fliegt raus. Die andere, die reinkommt, muss umgebaut werden. Und zwar muss dieses Teil da dran, das steuert den Kickdown vom Getriebe. Die Vorförderpumpe, das ist diese hier. Damit kann man auch, hier unten ist ein Hebel, damit kann man entlüften. Ist noch in Ordnung, Gott sei Dank. Ich habe auch noch eine. Aber die Pumpe hier hat das Problem, wenn man größere Leistung abruft, dass danach die Drehzahl ein bisschen zusammenbricht. Also man dreht bis 4000, lässt dann das Gaspedal los und er knackt einmal kurz bis auf 400 Umdrehungen runter und stabilisiert sich dann. Ich würde sagen, die Einspritzpumpe möchte nicht mehr mitarbeiten. Also fliegt die jetzt raus und die andere kommt rein. Ist jetzt kein großer Aufwand in dem Zustand. Ja, die Einspritzleitungen runter. Die vier. Ne? Die beiden Schrauben hier oben. Beziehungsweise, ja, das müsste es eigentlich gewesen sein. Der ist von hinten angeschraubt. Dann muss dieses Teil an die andere Einspritzpumpe. Dieses Teil muss an die andere Einspritzpumpe. Und der Start-Stopp, beziehungsweise in dem Fall das Magnetventil, was praktisch den Motor abschaltet, muss in die andere rein, weil die andere unterwegs, die andere hatte eine Wegfahrsperre. Kann ich so nicht mehr ansteuern. Habe ich ausgebaut bei mir. In der Form. Das ist das Magnetventil von der Wegfahrsperre. Das ist ein bisschen anders als die andere Geschichte. Funktioniert auch nicht mehr. Normalerweise gibt man hier 12 Volt drauf und dann macht es klack. Hier macht nichts mehr klack. So, das ist die andere Einspritzpumpe. Wesentlich weniger Kilometer gelaufen. Eine etwas andere Art der Einspritzpumpe. Ja. Hier war auch die Steuerung für ein AGR-Ventil drauf zum Beispiel. Die stammt aus dem Baujahr 1998. Das ist mal ein Auto gewesen, das hat sich mal mehrfach überschlagen. Lief super, aber hat ihm nicht viel gebracht. Ist trotzdem gestorben. Ja. Diese Einspritzpumpe ist komplett unbeleckt. Das bedeutet, hier ist noch das Sicherungssiegel drauf auf der Verstellschraube. Die ist komplett Serie. Und ja, die werde ich jetzt fertig machen und einbauen. Turbolader. Habe ich da drüben. Liegt noch einer komplett mit Hosenrohr, auch aus diesem Überschlag. Der Wagen hat Gott sei Dank, ist er nicht weitergelaufen. Also kein Ölmangel. Ja. Ja, vom Grundsatz her sieht diese hier logischerweise wesentlich besser aus. Dann kann ich die andere wegbringen, weil man braucht bei diesen Bosch-Pumpen leider ein paar Spezialwerkzeuge, die ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht kaufen werde, weil die schweineteuer sind und um die zu überholen. Ja, die wird jetzt auch gleich abgerüstet hier oben. Hier kommt das Teil drauf von meiner. Mit dem Ausleger für den Automatik-Kickdown. Ja. Auf OT steht sie auch. In dem Fall braucht man die gar nicht sichern. Die ploppt einmal nur kurz nach da. Wenn man die einbaut, wird sie wieder ein Stück nach da gedreht und der Bohrer geht rein. Ja, wie gesagt, die ist ein bisschen einfacher aufgebaut. Aber die verspricht ein bisschen mehr Leistung. Weil Leistung hatten wir in letzter Zeit ein echtes Problem mit. Das mag A am Turbolader liegen, B aber auch an der Einspritzpumpe. Wie gesagt, die stürzt ab. Die andere, die jetzt eingebaut ist, die stürzt ein bisschen ab von der Leistung. Und das wollen wir ausbauen. Dann wird die weggebracht.
Wir haben hier in der Nähe einen Bosch-Dienst. Den nennt man in der Szene den Dieselkönig. Und ist in Lüneburg. Und wenn man da, ja, wenn zum Beispiel Injektoren oder sowas in der Richtung werden zum Beispiel kostenlos geprüft, hier diese Teile werden auf den Prüfstand gestellt, wenn die Einspritzmengen nicht mehr stimmen oder sowas in der Richtung, die sind recht günstig. Ich habe für eine CDI-Pumpe von Mercedes habe ich 160 € bezahlt für die Überholung. Also nur komplettes Abdichten, meine Fresse. Ich trinke keinen Kaffee, wahrscheinlich bin ich noch nicht wach oder so. Ja, ich werde ihn ein bisschen sauber machen, nachdem das Teil da drin ist, um Gottes Willen. Und dann kommt die bei uns rein, also in den Motor. Okay. Ich würde sagen, ich bereite mal alles vor und dann geht das los. Hier haben wir ein paar Einspritzpumpen, die im Discovery drin sitzen. Das ist einmal die hier, die elektronisch gesteuerte. Die haben wir rausgeworfen, die funktioniert einwandfrei. Also, ne? Damit hat der Wagen auch statt 113 122 PS. Unser Problem war aber eher der Nadelhubsensor. Und ich habe E-Gas, ich hasse E-Gas. E-Gas ist blöd. So, das ist die, die verbaut war. Ja. Man sieht, das ist die ganz alte Variante. Die gleiche Seite bei der neuen sieht so aus. Das ist die letzte Ausbaustufe, die es gab. Ja. Tun sich aber alle untereinander nicht viel, also technisch gesehen. Das Stoppventil bzw. das Magnetventil. Ja. Funktioniert hier logischerweise, das funktioniert auch da. Die sind alle gleich. Ne? Hier war es allerdings gecovert und gepanzert. Das saß alles hinter dem vor dem Teil. Ne? Nee, wollen wir nicht haben. Das ist nämlich alles so eine Sache, die man unterwegs dann nicht mehr reparieren kann. Wenn mal was sein sollte, steht man da. Ja. Ist eigentlich im Grunde genommen nur eine Schraube, die man rausdrehen muss und ja, dann guckst du doof. Mehr nicht. Hier geht's auch. Aber wie gesagt, mit diesem ganzen Panzerschrank drumherum. Wenn unterwegs mal wirklich was sein sollte, guckst du doof aus der Wäsche. Kannst du nicht wechseln. Da sind Abreißschrauben drin. Habe ich die nur noch eine drin? Ja, hier sieht man es noch. Sogenannte Abreißköpfe. Man kann es auch nicht aufschrauben, gar nicht. Ist auch nicht Sinn der Sache bei einer Wegfahrsperre, logischerweise. Da wir aber auch noch eine andere Wegfahrsperre haben, und zwar Automatik und Anlasserblockade. Also man kann ihn nicht anschieben und der Anlasser wird nicht angesteuert, wenn die Wegfahrsperre aktiv ist. Ist das ziemlich Wurst, ob ich das Ding jetzt gepanzert habe oder nicht. Ja, ich werde jetzt den Kollegen hier rausnehmen. Die letzte Einspritzpumpe, die drin war. Dann gibt es hier oben noch ein Geheimnis hinter dem Deckel, was hier drin landen wird. Aber das seht ihr alles gleich. Okay, ich stelle euch mal um die Ecke und dann sehen wir weiter. So, als erstes nehmen wir jetzt das Magnetventil hier raus. Super. Erst das Ding da oben abnehmen. Ja, 24er, das Magnetventil ist ein 24er. Kontaktzunge muss weg. Sonst kommen wir an der Einstellschraube nicht vorbei.
Ja, schön, dass ich das alles gleich mal sauber machen könnte. Ich habe mir schon eine Drahtbürste hingelegt. Jetzt der Kontakt, der hat sich verkrümelt. Da ist er. So. Dann drehen wir das wieder fest, weil wir es vergessen haben. Wir brauchen keinen Schmutz in der Einspritzpumpe. Alles, was runterfallen könnte, tust du. So. Magnetventil. Sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Legen wir erstmal hier hin. Mal gucken, ob wir den Aktuator da auch rauskriegen. Meine Frau ist gestern mit der einzigen Spitzzange, die ich noch hier hatte, weggelaufen. Stimmt gar nicht. Eine habe ich noch. Okay, dann bleibt der halt drin. So, das ist das Neue. Hier ist das Alte aus dem anderen. Ja, das kann ich rausnehmen. Das kommt hier wieder rein, weil wie gesagt, Staub etc. muss da nicht drin landen. Werde ich auch nicht sonderlich festmachen, damit ich mich daran erinnere, dass diese Einspritzpumpe nicht ausgeht. Bei einem Automatikwagen ist das echt blöd. Gut, man kann die Spritzzufuhr abwürgen, aber insgesamt gesehen ist das nicht witzig. Ja, das sieht gut aus. So, was brauchen wir als nächstes? Als nächstes brauchen wir die Schiene für die für den Rücken, hinteren Anschlag des für den hinteren Anschlag der ganzen Geschichte, die natürlich auch wieder eine andere Schlüsselhalter hat. Ja, einmal. Das ist das Lager für den Kickdown-Zug. Einmal. So, dann haben wir als nächstes die Wippe hier. Oh je. Ja. Mal hoffen, dass ich die auf dem anderen montieren kann, glaube ich schon. Das sieht gut aus. Lässt sich auf der anderen Schwinge montieren, das ist gut. Ansonsten haben wir hier oben noch eine Spezialität drin. Die muss da jetzt auch raus. Torx und ein Schlitzschraubengerät. Da. Aha.
Hassliebe. Ich hatte ja gesagt, mit der elektronischen Einspritzpumpe hat der Wagen 122 PS, ist auch eingetragen. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn man die elektronische Einspritzpumpe rausnimmt und die anderen Einspritzdüsen einsetzt, liegen wir bei 113 PS. So. Hier drin sitzt die Ladedruckanreicherung. Der Deckel ist eingestellt, der Boost-Pin. Das ist der Kollege hier, ist mit Feder voreingestellt. Und wie man hier sieht, ist hier drin alles schwarz. Und hier ist Sediment drin. Zu Deutsch ist es gar nicht so schlecht, dass ich die Pumpe rausschmeiße. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das ist nicht gut. Das gehört da nicht rein. Das möchte ich da auch nicht drin haben. Der Boost-Pin ist neben der Einstellung der Pumpe eine Tuning-Maßnahme. Das ist eine Membran. Hier drin fährt ein Stift. So. Wenn ich jetzt Ladedruck erzeuge, ich muss mal gucken, ob ihr das überhaupt seht. So. Wenn ich jetzt Ladedruck erzeuge, hier sitzt ein Pin drin. Ne? Jetzt Ladedruck erzeuge, beziehungsweise der sitzt hier. Jetzt gebe ich Gas. Und die Ladedruckanreicherung sitzt hier drin. Das ist wesentlich tiefer als die Originale, den zeige ich gleich. Dass wir wieder ungefähr auf die 122 PS kommen. Jetzt nehme ich den anderen auseinander. Die neue. Das funktioniert mal so gar nicht. Ich nehme die mal so lange raus und lasse die andere gerade rein. Weil die Schlitzschrauben sind meistens so gegen Hölle. Ja. Okay. Mal eben kurz hier reingucken. Ja, hier ist alles raus. Perfekt. Bevor ich hier irgendwas dran mache, erstmal das Stoppventil reinsetzen. Perfekt, mehr wollte ich nicht. Die Zunge mache ich gleich sauber. Hauptsache, jetzt kommt erstmal nichts rein. So, großer Schlitzschraubendreher, möglichst groß, möglichst stabil. Ja, Schlitzschraubendreher ist immer so eine Geschichte. Groß und stabil. Die finde ich ganz gut. Die haben oben, ne, Drehköpfe. Ich glaube 13 ist das. Ja. Ja, mein Gott. Die mit den Torx sind dann doch etwas effektiver, muss ich sagen. Angenehmer. Gar nichts zu machen. Boah. Schlagschrauber. Damit meine ich Schlagschrauber. Kommen wir gleich wieder. So, ich denke, jetzt seht ihr mehr. Schlagschrauber. Ja, natürlich besitze ich auch so ein Ding. Hm.
Bringt allerdings nicht viel, wenn das Ding keine Lust hat. Sitzt sogar richtig. Gott sei Dank. So, wenn man hier jetzt den Unterschied feststellt, hier springt der Deckel fast hoch. Was die Golf TD angeht, die Golf 3, 1,9er die Turbodiesel mit 75 PS, da waren die, glaube ich, die alten Turbodiesel noch. Das ist eine andere Hausnummer als ein TDI. Für die gilt übrigens das Gleiche in Sachen Tuning. Ja, aber vorsichtig, der Discovery hat einen monströsen Ladeluftkühler drin. Hat der Golf nicht. Also versucht irgendwie einen Ladeluftkühler vorher einzubauen. Ja? Deswegen mein Tipp: erst Ladeluftkühler, dann Tuning. Ist dringend zu empfehlen. Was haben wir hier? Irgendwas Schwarzes. Mal die Membran sauber machen. Ja, das ist. Glaube. Hier haben wir einen sterbenden Turbolader gehabt. Müssen wir uns den anderen gleich mal angucken. So, so sieht das serienmäßig aus. Hier ist so ein Nylonring drauf. Die Feder hat eine ganz andere Vorspannung. Und hier sieht man das. Das ist der Boost-Pin, wie ich ihn fahre. Und das ist das Serienteil. Jetzt kann man ganz gut sehen, wo das Ding gefahren wurde. Und zwar da. Also nicht auf voller Leistung. Ne, hier wurde er gefahren. Hier sieht man es. Überhaupt nicht volle Leistung. Volle Leistung wäre ungefähr hier. Das Profil geht hier wesentlich weiter rein als hier. Zu Deutsch, wenn der Pin hier gelaufen wäre, wäre mehr Leistung da gewesen. Also er lief auf moderater Leistung. Ja, alles super. Der Nylonring ist bei mir auch noch die Hälfte. Gibt genug Videos, die das erklären mit der Ladedruckanreicherung. Muss nur aufpassen, dass das Ding nicht qualmt wie eine Lokomotive. Jetzt habe ich mir schon mal einen der berühmten Lackstifte besorgt. Zu Deutsch habe ich meiner Frau geklaut. So. Und zwar ist hier drin das Star Wheel. Moment. So, das hier ist das Star Wheel. Das muss eingestellt werden auf die neue Leistung. Und zwar werde ich jetzt schon mal hier. Ich sehe heute richtig viel. Ja, genau so habe ich das geplant. Eigentlich wollte ich nur einen Zahn. Ich hasse diese Stifte. Eigentlich wollte ich nur einen Zahn kennzeichnen. Super. Macht nichts. Das linke der beiden markierte ist halt das, was oben ist. Ja. Und das wird gleich eingestellt. Ich melde mich gleich wieder. So. Ich habe jetzt mal hier ein paar Markierungen reingemacht. Hier sieht man oben, ja, den einen habe ich weggewischt. Ja. So. Dieses Star Wheel dreht man jetzt.
auf diesen Bereich. Sieht man es? Sieht man. Vielleicht noch einen zurück. So. Ja, das sieht gut aus. Eine Dreivierteldrehung. So mache ich das. Das schont den Motor. Ja, manche Leute fahren da wahnsinnigerweise unglaubliche Spritmengen im Boost, wenn der Turbo kommt. Nicht so gerne. Also ich nicht. Ja, ich muss den Motor nicht räuchern und rösten. Ja. Das ist die eine Geschichte. Das ist die Federvorspannung, dieses Star Wheel. Die Federvorspannung von dieser Feder. So dass, wenn der Turbo einsetzt, Ladedruck anliegt an dieser Leitung. Wo ist sie? Hier? Ne, wo ist sie denn hin? Hier an der Seite sitzt ja normalerweise der Boost. Wo habe ich ihn hingetan? Da. So, hier. Da kommt der Boost an, ne, und zieht die Membran und mit dieser Feder, wenn die Vorspannung etwas weniger anliegt, ist das wesentlich effektiver. Die Ladedruckanreicherung kommt einfach schneller. So, jetzt kommt ihr wieder hier hin. Ich habe mich entschieden, das Originalteil einzubauen. Wie gesagt, das ist verstellbar. Ja. Man sieht, dass das Ding nicht zentrisch ist. So, die höchste Leistung müsste also hier liegen. Die höchste Förderleistung. Ja. Genauso werde ich den auch einbauen. Ich scheine bei dem Boost-Pin echt einen von den billigen erwischt zu haben. Mit schlechter Oberflächengüte. Fett. Nicht ganz so viel Fett. Wie gesagt, das ist Rapplagerfett. Das hält ewig da drauf. Nur unten drin wollen wir das nicht haben. Gucken wir noch mal. Höchste Förderleistung ist da. Quasi von selbst reingegangen. Jetzt geht's zum Deckel. Der Deckel hat hier drin eine Einstellschraube zur Rauchverminderung. Ganz praktisch. Hier oben drückt das hier drauf. Auf die Feder, die Vorspannung. Der andere Deckel ist schon eingestellt. Der hier. So sieht das drinnen aus. Der ist schon eingestellt. Also der Wagen raucht so gut wie gar nicht. Von daher übernehme ich den Deckel jetzt. Ist ein bisschen, hat ein bisschen was mit Sisyphus-Arbeit zu tun. Ne? Einstellen, fahren, raucht, blöd. Nochmal einstellen, wieder fahren, nochmal. Und so weiter. So, ich will mal gucken, dass ich jetzt nur Torx hier drin erwische. Ach so, zur Lücke. Wie groß muss die Lücke sein? Das ist auch eine Einstellungsgeschichte. Ich habe das so geplant. Das gehört zur Montage. So, ich tippe jetzt mal. Ja, wir haben gute 6-7 mm Abstand, jetzt durch die verringerte Federvorspannung. Das passt so. Man kann es relativ einfach zusammendrücken. Wie gesagt, wenn ihr es am Golf macht, entweder ihr baut einen Ladeluftkühler ein oder ihr nehmt das wirklich nur zur kurzen Zwischenbeschleunigung. Ansonsten röstet ihr euch den Motor weg. Alle Fahrzeuge mit dieser Pumpe.
So, da. Die ist hier noch versiegelt. Macht mich sehr glücklich, weil man nie weiß, wer an der Schraube schon rumgedreht hat und man hat keine Referenz. Irgendwann muss das Ding auf dem Prüfstand wieder eingestellt werden. Die werde ich jetzt mit dem kleinen Schraubendreher aufmachen. Ist auch jetzt, wenn er ausgebaut ist, wesentlich effektiver zu machen. Einen kleinen Schraubendreher brauche ich. Einen sehr kleinen Schraubendreher. Da ist er. Jetzt muss ich nur noch das Ding finden. Ah, da. Das war das Siegel. Na, so sieht das aus. Das habe ich jetzt aufgebrochen. Kann weg. 13er Schraubendreher. Und zwar löst man jetzt diese Schraube. Jetzt ist die natürlich schon mitgedreht. Blöd. Okay. Man löst diese Schraube. Und jetzt dreht man. Das Maximum, was der Wagen aushält, ist genau eine Umdrehung. Wir machen genau eine halbe. Bevor da kein größerer Ladeluftkühler drin ist, ist das tödlich. Wenn ich da jetzt mehr machen würde, vor allen Dingen, weil wir Anhänger fahren, ja, und wir fahren sehr lange im Boost. Das wäre tödlich für das Ding. Da ist mir etwas weniger Leistung wesentlich lieber. Also wie gesagt, 122 PS sind eingetragen und die haben wir jetzt wahrscheinlich erwischt. So, da bin ich wieder. Da wird die Pumpe eingebaut. Das ist die hintere Befestigung. Da kommt eine Dichtung drauf. Hintergrund ist, der Wagen kann ja unter Wasser fahren. Und ja, auch über den Steuerkasten hinaus. Also der Motor ist dann durchaus unter Wasser. Und in den Zahnriemen, beziehungsweise in den Raum, wo der Zahnriemen läuft, sollte jetzt nicht unbedingt Wasser reinlaufen. Deshalb ist die Pumpe auch von hinten abgedichtet. Sollte man auch drauf achten. Ja, die kommt jetzt rein. Da seht ihr eh nichts. Ich melde mich gleich wieder. So, keine 10 Minuten später. Alles wieder montiert. Pumpe ist drauf. Alles festgezogen. Hinten ist sie wieder montiert. Die Leitungen sind wieder drauf. Ja. Jetzt ist einmal die Gelegenheit, den ganzen Scheiß fertig zu machen, ja, der vorher aufgefallen ist. Ja, das ist einfach so. Hätte nicht gedacht, dass der Boost-Pin aufgibt, aber ja, eigentlich einer der teureren. Hätte ich das jetzt so nicht erwartet. Aber man lernt nie aus, ne? Man kann auch die Originalen nachschleifen, das ist nicht das Problem. Habe ich auch schon gemacht bei einem T3 mit dem AAZ-Motor. Da kommt einiges auf einmal. So, jetzt geht es aber an die andere Seite. Und zwar der Turbolader. Ja, wie gesagt, Spiel ohne Ende, die Welle.
Das Rad sieht auch nicht mehr so wahnsinnig gut aus und ich habe noch welche da. Also von daher, warum soll ich da jetzt das alte Ding einbauen? Zumal ich den neuen dann auch optimal einstellen kann, zeige ich euch aber gleich. Ich baue den ganzen Krempel mal ab. Das ist nicht allzu viel. Die Ansaugbrücke. Hier ist ein Zehner. Da ist ein Zehner. Und hier drunter sind die anderen beiden. Ja. Und dann kann der Abgaskrümmer runter. Vorher muss ich natürlich die Grenze, den ganzen Kram hier abbauen. Das hier ist der Rücklauf vom Motoröl. Das ist der Zulauf. Der steht unter Druck. Ja. Der geht hier oben rein. Und hier geht das verbrauchte Öl wieder runter. Wie gesagt, so ein Turbolader hat kein Lager. Der schwimmt in Öl. Es gibt bestimmt auch kugelgelagerte bei irgendwelchen Hochleistungsfahrzeugen, aber der regulär schwimmt so ein Turbolader in Öl. Was man definitiv nicht machen sollte, ne? Volllast über mehrere Minuten und dann den Motor ausmachen. So ein Turbolader wird sagenhaft heiß. 600-700 Grad. Die Abgastemperatur, das Limit hier bei diesem Fahrzeug liegt bei knapp 750 Grad. Mehr sollte man nicht fahren. Dann stirbt das Ding langsam. Aber wenn man den dann abschaltet, mit der Hitze hier drin und dem Öl da drin, verkokt das Öl. Das war's dann mit dem Lager. Ne? Wie gesagt, der schwimmt in Öl, die Hauptwelle schwimmt in Öl. Und wenn das verkrustet, das war's dann. 1,8T Audi, sage ich da nur. Ne? Die Ölzuleitung überm Krümmer. Ja, die können das auch gut. Nee, nee. Das ist sagenhaft, was da teilweise konstruiert wird. Das hier ist eigentlich thermisch relativ unauffällig. Man dreht auch nicht wahnsinnig hoch. Aber wie gesagt, wenn man mit Anhänger einen Berg hochfährt oder sowas in der Richtung, da kommt schon einiges an Temperatur zusammen. Deswegen will ich auch den größeren Ladeluftkühler haben, der immer noch beim Zoll ist. Laut UPS. Und ja, wie gesagt, der Turbolader hier hat einiges abgekriegt. Die Schaufel haben einige Ausbrüche. Das lassen wir mal lieber mit dem. Ja, raus mit dem Ding. Dann geht das los. So, wie man sieht, der Turbolader ist drauf, der neue. Naja gut, der ist auch nicht neu, aber macht keinen Ärger und klappert vor allen Dingen nicht. Oh. Ja, darauf hätte ich jetzt gerne verzichtet. Das Gewinde ist tot. Woran sieht man das? Die Schraube ließ sich nicht mehr festdrehen und hat das Gewinde mit rausgenommen. Worauf ich jetzt verzichtet hätte, total gerne verzichtet hätte, ist einen neuen Zylinderkopf aufzubauen. Nein, das war ein Scherz. Es gibt, das nennt sich Helicoil. Das sind neue Gewinde. Da muss ich jetzt das Stativ mal ein bisschen umbauen, damit ihr das seht, wie das funktioniert. Und zwar, das ist das Kernstück dieser Geschichte. Das ist ein Gewindeschneider. Und hier oben drauf sitzt das neue Gewinde. Ne? Das sieht man schon schlecht. So. Hier oben drauf sitzt das neue Gewinde. Das kommt hinterher da rein. Ich muss mal gucken, ob ich ohne Aufbohren auskomme. Allerdings liegt die Bohrmaschine auch schon hier. Wir werden sehen. Okay, ich stelle euch mal auf Stativ, baue das ein bisschen um und dann sehen wir weiter. So,
Wie man jetzt hier sieht, ein 13er Kopf. Hier ist der 10er Kopf. Alles befestigt. Fest. Das Helikoilgewinde funktioniert. Ich habe jetzt die Ansaugbrücke aufgebohrt auf 10 mm, also den Durchgang hier. Dann habe ich mir aus meiner Schraubenkiste diese Schraube rausgesucht, M8. Passt auf der anderen Seite genau 1,5 cm in den Zylinderkopf. Genauso wie diese hier. Also von daher, das Ding ist erledigt. So, wie angekündigt, entrosten wir das Auto. Jetzt bauen wir jetzt gerade die Stoßdämpferdome aus. Hier sitzt der Stoßdämpfer. Da ganz runter. Da drüben ist er noch montiert. Dann werde ich jetzt gleich mal ordentlich mit Öl einweichen, dass der auch vernünftig rausgeht. Den entroste ich jetzt drin und lackiere ihn. Ja, hier sieht man noch die ersten Versuche, aber das ist nervig, da an dem Dom rumzuschrubben. Vor allen Dingen auf der Innenseite kommt man nicht dran. Und man kann sie ja nur ausbauen. Also von daher. So, und damit kommen wir zum Abschluss des Videos. Das ist jetzt Rostumwandler. Komplett entlackt. Soweit es geht, entrostet. Die dunklen Stellen werden hoffentlich durch den Rostumwandler jetzt noch erledigt. Hängt schön frei. Bis hinten hin aufgefüllt. Das kann jetzt in Ruhe 24 Stunden ablüften. Ja. Ja, in diesem Fall hatte ich noch Vertan da. Also von daher habe ich den genommen. Nicht, dass das Zeug schlecht wird. Ja. Nee, morgen dann abspülen und lackieren. Ja, ich denke, so kann man das lassen. Ich werde aber kurz oder lang allerdings andere Dome einbauen müssen. Es gibt noch welche, die bestehen aus einem Gitterrohrrahmen. Sind sie nicht wahnsinnig teuer? Ich glaube, die werde ich eher nehmen. Ja, das habe ich jetzt mit relativ viel Druck mit der Spritzpistole reingegeben, weil es besteht aus zwei Hälften, das Ganze. Ich werde auch gleich noch mal einen Gang machen, dass sich das dazwischen setzt. Ja, und danach kommt halt Grundierung und Karosserielack. Ja, da muss ich allerdings morgen noch Verdünnung kaufen. Habe ich ernsthaft vergessen. Ich wünsche euch auf jeden Fall nochmal ist gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine angenehme Restwoche. Das Projekt kommt langsam zum Abschluss hier. Morgen werde ich Zahnriemen etc. einbauen. Ja, dann kriegt der Wagen auch langsam seine Mobilität wieder. Etwas traurig, wie er da steht. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.